You can incubate. Du kannst im Schlaf entweder eine Menge negative oder positive Dinge ausbrüten. Das wird zu leicht. Nur eine Schlafsadhana. Also durch einen Wecker aufzuwachen mit einem plötzlichen Start, ist nicht die beste Art, dein Leben zu leben. Wie viele von euch stellen fest, dass eines Tages am Morgen, wenn du aufstehst, du dich ohne Grund einfach scheußlich fühlst, einfach so? Selbst wenn das nur zwei, dreimal im Jahr passiert, wenn das passiert, dann musst du gewisse Dinge tun, bevor du zu Bett gehst. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn unbewusst, das musst du verstehen, kannst du im Schlaf entweder eine Menge negativer oder positiver Dinge ausbrüten. Entweder Angenehmes oder Unangenehmes kannst du auf sehr effektive Weise ungestört im Schlaf ausbrüten. Du kannst es auch am Tag ausbrüten, aber da gibt es so viele Unterbrechungen. Es geschieht nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du eine Tendenz hast, auf eine bestimmte Weise schlafen zu gehen und du morgens wirklich scheußlich aufwachst, einfach ohne irgendeinen Grund, bedeutet das, du hast in der Nacht auf sehr wirkungsvolle Weise Dinge ausgebrütet. Schlechte Eier. Das sind nicht nur psychologische Störungen, es kann über einen größeren Zeitraum größere physiologische Probleme verursachen. Es ist wichtig, dass du diese Dinge aus deinem Leben eliminierst. Bevor du also abends zu Bett gehst, gibt es bestimmte Dinge, die du beachten musst. Es ist am besten, wenn du Fleisch und andere Formen von Mahlzeiten mindestens 3 bis 4 Stunden, bevor du zu Bett gehst, zu dir nimmst. Die Verdauung ist zu Ende. Bevor du zu Bett gehst, trink eine gewisse Menge an Wasser und geh zu Bett. Du wirst sehen, dafür wird einfach gesorgt werden. Eine einfache Sache kann sein, einfach eine Dusche. Immer zu duschen, bevor du zu Bett gehst, wird einen großen Unterschied machen. Bei diesem Wetter könnten kalte Duschen schwierig sein, also nimmst du lauwarme Duschen. Nimm keine heißen Duschen am Abend, nimm lauwarme Duschen. Es macht dich munter. Nun wirst du denken, oh, ich kann nicht schlafen. Das macht nichts. Du wirst 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde später einschlafen. Aber du wirst besser schlafen, weil das gewisse Dinge wegnehmen wird. Wenn du duschst, ist es nicht nur der Schmutz auf der Haut, den du wegnimmst. Hast du bemerkt, wenn du sehr angespannt und unruhig bist, was auch immer, nur eine Dusche, du kommst raus, es fühlt sich fast so an, als ob eine Last von dir genommen wurde. Hast du das nicht bemerkt? Also es geht nicht nur darum, die Haut zu waschen. Eine ganze Menge Dinge geschehen, wenn Wasser über deinen Körper fließt. Diese Dusche ist ein sehr rudimentäres Buddha-Shuti. Weil über 70% deines Körpers eigentlich Wasser sind. Wenn du Wasser darüber fließen lässt, geschieht eine gewisse Reinigung, die darüber hinausgeht, nur die Haut zu reinigen. Noch eine Sache, wenn du das machen willst, zünde einfach ein organisches Öllicht an, ein Baumwolldocht, etwas Öl, irgendeines. Was nehmt ihr hier? Normales Öl zum Kochen? Leinöl, Reiskleieöl oder Sesamöl, was habt ihr hier? Olivenöl, gut. Irgendein organisches Öl mit einem Baumwolldocht. Zünde einfach ein kleines Licht an, irgendwo in dem Raum, wo du schläfst. Du wirst sehen, diese Dinge werden vollständig verschwinden. Wenn du da Gesang einbeziehen kannst oder es abendliche Praktiken gibt, yogische Praktiken, bevor du zu Bett gehst, sitze auf deinem Bett und mache diese Praxis. Wenn du Isha Kriya machen möchtest, es ist im Internet verfügbar. Hauptsächlich in Indien hat man dir gesagt, du sollst deinen Kopf nicht nach Norden legen und schlafen. Wisst ihr davon? Wenn du deinen Kopf nach Norden legst und schläfst, während der Nacht, wenn du in horizontaler Position bist, dann wird langsam das Blut in Richtung des Gehirns gezogen. Wenn es da zu viel Zirkulation im Gehirn gibt, kannst du nicht ruhig schlafen.
Wenn du irgendeine Art von, du weißt schon, angeborenen, schwachen Aspekten in deinem Gehirn hast oder du älter bist, könntest du in deinem Schlaf sterben. Es kann zu Blutungen kommen, weil zusätzliches Blut versucht, in das Gehirn einzudringen, indem die Blutgefäße haarfein sind. Und etwas Zusätzliches wird hineingedrückt durch die magnetische Anziehung. Wenn du in einer vertikalen Position bist, ist das nicht so. In dem Moment, in dem du horizontal bist, ist dieser Sog auf den Kopf so stark, dass das Blut versucht, sich langsam in Richtung Gehirn zu bewegen. Um das also zu vermeiden, das gilt nur auf der nördlichen Halbkugel. Wenn du nach Australien gehst, solltest du deinen Kopf nicht nach Süden legen. Wenn du in Indien bist, solltest du deinen Kopf nicht nach Norden legen. Du kannst ihn in irgendeine andere Richtung legen, das ist in Ordnung. Sei dir dessen bewusst, dass du wirklich ein Sterblicher bist, okay? Nicht in Worten, wahrhaftig. Du könntest jetzt sofort tot umfallen. Du magst jung sein, du magst alt sein, es spielt keine Rolle. Du kannst jetzt sofort tot umfallen. Ja oder nein? Bevor du zu Bett gehst, sitze auf deinem Bett und stell dir vor, dies ist dein Sterbebett. Du hast nur noch eine Minute länger zu leben. Schau einfach zurück und sieh dir an, was du heute getan hast. Ist es lohnenswert? Mach nur diese einfache Übung. Und du weißt nicht, wann es wirklich geschehen wird. Ob du auf deinem Sterbebett sitzen wirst oder in einem Krankenhaus liegen wirst, mit allen möglichen Dingen, die in dich hineingesteckt sind, wer weiß, wie es geschehen wird. Aber genieße das jeden Tag, dass du auf deinem Sterbebett sitzen, zurückblicken und schauen wirst, was habe ich heute aus diesen 24 Stunden gemacht? Ist es lohnenswert gewesen? Denn jetzt sterbe ich. Wenn du das tust, wirst du ein lohnenswertes Leben führen, glaube mir. Also jeden Tag am Abend, jeder von euch sollte das tun, bevor ihr zu Bett geht, die letzten 3 Minuten, alles, was du angesammelt hast, den Körper, den Inhalt deines Verstandes, Dinge. Ignoriere nicht die kleinen Dinge. Diese kleinen Dinge sind große Dinge. Ich habe gesehen, wie Leute ihr eigenes privates Kissen tragen, wisst ihr? Weil es sehr wichtig ist. Also, dein Kissen, deine Schuhe, wenn du Beziehungen hast, alles, was du angesammelt hast, lege es zur Seite, schlafe. Wenn du in diesem Zustand schläfst, wirst du mit viel mehr Licht aufwachen, mit viel mehr Energie, mit viel mehr Möglichkeiten, als du dir hättest vorstellen können. Schlafe einfach als Leben, nicht als Mann, nicht als eine Frau, nicht als dies oder das. Leg alles zur Seite. Einfach. Das wird zu leicht. Einfach Schlafsadhana. Wenigstens das musst du tun. Nun, welche Art von Klänge dich wach machen, wird die Umstände deines Tages und die Zukunft deines Lebens in vielerlei Hinsicht bestimmen. Also das Aufwachen durch einen Wecker mit einem plötzlichen Start ist nicht der beste Weg, dein Leben zu führen. Am besten ist es, wenn du eine bestimmte Menge an Schlaf brauchst, wenn dein Körper im Augenblick durch die Art von Nahrung, die du konsumierst und die Art von Gedanken und Emotionen, die du in dir selbst verarbeitest, und dem Level an Lebendigkeit, das du in deinem Körper geschaffen hast, das wird bestimmen, wie viel Schlaf du brauchst. Sagen wir, du brauchst 8 oder 12 Stunden Schlaf. Ich habe die falsche Zahl gesagt. Welche Menge an Schlaf du brauchst, du weißt, wie viel du brauchst. Also du gehst rechtzeitig zu Bett, sodass du auf natürliche Weise aufwachst. Wenn du auf natürliche Weise aufwachst und angenommen, du hast Zweifel, ob du aufwachen wirst oder nicht, wenn du einen bestimmten Gesang hast, wenn du mit einem der Vairagya-Gesänge vertraut bist, kannst du das benutzen. Physiologisch gesehen, ein wichtiger Aspekt von dir ist dein Herz. Das Pumpwerk für deine Blutzirkulation, die das Leben quer durch den ganzen Körper pumpt. Wenn diese eine Sache nicht geschieht, geschieht gar nichts.
Das beginnt von der linken Seite. Also hat man dir gesagt, weißt du, in Indien hat man dir gesagt, wenn du aufwachst, musst du dich auf deine rechte Seite rollen und dann aufstehen. Haben sie das? Wenn du dich auf die linke Seite rollst und aufstehst, werden dir schlechte Dinge passieren. Hat man das gesagt? Schlechte Dinge nicht deswegen, wenn du in einem gewissen Zustand der Entspannung bist. Wenn der Körper sich in Entspannung befindet, ist die Stoffwechselaktivität gering. Wenn du dich erhebst, ist da ein gewisser Aufschwung an Aktivität. Deshalb hat man dir in Indien gesagt, schau, alle diese Dinge, die du wegwirfst, sind in dein Leben eingebaut. Eine gesamte Wissenschaft vom Leben ist in dein Leben eingebaut. Man hat dir gesagt, morgens, bevor du wach wirst, musst du deine Hände aneinander reiben und so schauen. Nicht so schauen, du musst sie auf deine Augen legen. Du machst das, du wirst Gott sehen. Es geht nicht darum, Gott zu sehen. Wenn du die beiden Dinge aneinander reibst, alle Nervenenden, da ist eine starke Konzentration von Nervenenden in deinen Händen. Wenn du das machst, wird das System sofort wach. Wenn du fühlst, du schläfst ein, du fühlst dich schläfrig, mach einfach das und schau. Alles wird wach. Also am Morgen, bevor du deinen Körper bewegst, machst du ihn erst wach. Und dann legst du sie auf deine Augen. Augenblicklich wird eine ganze Bandbreite von Nerven, die mit deinen Augen und dem anderen Aspekt deiner Sinne verbunden sind, wach werden. Bevor du deinen Körper bewegst, sollten dein Körper und dein Gehirn aktiv sein. Du solltest nicht dumpf aufstehen, das ist die Idee, verstehst du? Also du machst das und dann rollst du auf deine rechte Seite und stehst auf. Wenn wir heute alle zu Bett gehen, werden morgen früh fast 250.000 Menschen nicht mehr aufwachen. Der natürliche Tod in der Welt. Angenommen, du wachst morgen auf. Kannst du es garantieren? Bist du mit einer Garantiekarte gekommen? Keine Garantiekarte. Also angenommen, du wachst auf, sagen wir, mach einfach nur das, was ich dir sage. Das ist ein einfacher erster Schritt zu deinem spirituellen Prozess. Morgen früh, wenn du wach wirst, schau nach, bist du wirklich wach oder bist du tot? Wenn du wach bist, ist wenigstens eine kleine Feier angebracht. Du musst nicht aufstehen und tanzen, du kannst wenigstens lächeln. Noch lebendig? 250.000 Menschen starben, sie waren wie du und ich, Pupp. Sie sind gegangen, nicht wahr? Wo auch immer du suchst, sie sind nicht da. Hier bin ich, noch immer am Leben. Ein großes Lächeln, ja? Ich spreche über Management. Dann, wenn 250.000 Menschen starben, mindestens 3 bis 5 Millionen Menschen haben jemanden verloren, der ihnen nahe stand. Du überprüfst diese 3, 4, 5 Menschen, die dir etwas bedeuten. Alle von ihnen sind heute am Leben. One more big smile. Noch ein großes Lächeln. Hallo? Wirst du oder nicht? Am Leben. Angenommen, in diesem Augenblick, wir halten einen Gewehrlauf an deinem Kopf. Würdest du denken, dass das eine Erleichterung ist? Nein. Du wärst geschockt, nicht wahr? Nun, so kostbar ist es, am Leben zu sein, ist es nicht so? So kostbar ist es für dich, am Leben zu sein. Also morgen früh, 250.000 Menschen sind über Nacht gestorben, aber du bist noch am Leben. Verdient das nicht mindestens ein großes Lächeln, frage ich dich? Und alle Menschen, die dir etwas bedeuten, heute am Leben, noch ein großes Lächeln?